sollte es jetzt klappen. Hoffe ich. Ich bin natürlich... Moment mal. Ich werde Meridian benutzen, um... Nein, nein, shit, er hat Zugang. Ich sehe das Netzwerk. Sie waren Architekten des Lebens. Du hast nichts befehligt. Dank mir ist der Cluster für tausende Bewohner. Du hast alle in den Tod geführt. Was war das gerade? Wo muss ich hin? Ich muss mal gerade ganz kurz was gucken. Spiel. Gameplay. Schwierigkeitsgrad mal normal. Warum haben die dann so viel Schaden gerade kassiert? Du musst sie erreichen. Ich werde versuchen, sie freizulegen, damit du darauf zugreifen kannst. Und beeil dich! Ich habe genug. Es endet jetzt und hier. So. Der Typ, der weiß auf jeden Fall nicht, wann er aufgibt. Oh. Legen Sie sie um, während wir vorrücken. Der Nachtpunkt liegt vor uns. Hi. Oh oh. Ich habe dich längst übertroffen. Du bist erbärmlich. Deswegen brauchst du auch Scott, wa? Da. Der Archon bekämpft mich. Ich habe nicht so viel Übung wie du. Ich helfe ihnen. Sam? Ich bin immer noch eingeschränkt. Aber je mehr Relikte sie zerstören, desto stärker wird der Archon abgelöst. Was? Ist das der Angriff? Relikte zerstören. Alles. Das kriege ich hin. Irgendein Schwachpunkt? Der gibt. Hier findet der entscheidende Kampf statt, Pathfinder. Wir sind an ihrer Seite. Oh, jetzt sind alle da. Du bist zu weit gegangen. Jetzt bezahlst du dafür. Zu weit? Eieiei. Aua, warum? Ist mein Schild... Ich werde dich mit deinen eigenen Spielzeugen zerschmettern. Wieso sind denn hier so viele? Ich hab's freigelegt. Greif darauf. Halte es ab. Oh. Die Relikte gehorchen jetzt. Das Energierelais ist abgeschaltet. Gib mir das nächste Ziel. Dort. Der Archon nimmt auf der anderen Seite Energie auf. Dann mal los. Andere Seite? Okay. Ist hinter einem Abgrund. Wir brauchen eine Brücke. Ich werde diese Beleidigung nicht länger hinnehmen. Tötet sie! Alles klar.
Ein Weg über den... Legen Sie sie um! Während wir vorrücken! Der Nachtpunkt liegt vor uns! Komm ich da durch? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ne, da komme ich nicht durch. Der Aufstieg ist zu gut für euch. Ich ziehe mein Angebot zurück. Nicht gut. Da! Der Aufstieg ist zu gut für mich. Geschafft, ich bin auf dem Weg zum Relais. Ich will das ja gar nicht. Du willst das. Bleiben Sie in Bewegung. Wir müssen zu dem Energierelais. Heppa! Oh. Aus dem Weg. Oh. Die Armada. Wenn ihr euch nicht freuen wollt, wird alles um euch herum brennen. Die Armada. Jetzt geht's aber zu weit. Vor einem Spawn ist schon ein bisschen heftig. Liebe Freunde, kommt schon. Alter. Es gibt keine Welt, auf der ihr euch verstecken könnt. Kein Entkommen. Ist das schön? Ist das nicht schön? So. Wie viel Schaden unsere Fähigkeiten anrichten können. Lecco mio. Oh. Ich sehe hier nirgendwo ein Interface. Jeder Bleib, wo du bist. Jeder Kolonist, jede Welt, die ihr betreten habt, wird ausgelöscht. Nein. Aber wir dürfen nicht scheitern. Könntet ihr vielleicht bitte euren Streit einstellen, bis der Archon kaputt ist? Deine Initiative wird sie Asche verbrennen. Und du wirst dafür verantwortlich sein. Oh, das ist aber jetzt wirklich nervtötend. Oh, die dürfen mich gerade nicht treffen. Nicht treffen. Deinetwegen ist das alles unvermeidlich. Dein Widerstand ist dafür verantwortlich. Liebe Plattform. Können wir das nicht... Eure Leute werden betteln. Doch es wird keine Gnade geben. Können wir das Ganze nicht friedlich klären? Das alles wird in Feuer und Flut enden. Oh. Du kleiner Nervenzwerg. Ich hab dich. Es wird sein, es wird ihr nie hierher bekommen. Sie müssen sich beeilen, Pathfinder. Die Anstrengung wird zu viel. Oh. 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 Hui. Au. Ich arbeite dran. Oh. Ah. Das hier ist dein Werk. Jedes verlorene Leben geht auf dich. Meins. Ich bin in Reichweite. Leg das Relais frei. Ich versuch's dich. Gib nicht auf! Wir haben ihn fast! Ihr haltet euch für etwas Besonderes? Bleib, wo du bist!
Wir haben unzählige Smiths aufsteigen lassen. Das hier will sich keiner von uns entgehen lassen. Oh. Au, 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 au. Mann, der nervt aber jetzt wirklich. Kann man den nicht einfach so plattballern? Die anderen Planeten haben wir das ja auch gemacht. Oh. So, Entschuldigung, kurz draußen. Ich hab's freigelegt. Greif darauf zu und schalte es ab. Ja. Das Relais ist deaktiviert. Wo bringe ich es zu Ende? Eins noch. Nur noch eines. Scott? Scott! Wir haben keine Zeit mehr, Pathfinder. Machen Sie schnell. Ich eile. Legen Sie sie um, während wir vorrücken. Der Nachtpunkt liegt vor uns. Nein, nein. Oh, oh. Das ist nicht das Ende. Ich habe das Netzwerk. Ja, aber das Netzwerk hat dich nicht. Schnell. Bitteschön. Uiuiui. Pathfinder, Geridian ist online. Wahnsinn. Alle sind glücklich über die Neuigkeiten, aber die Nexus will wissen, wie es weitergeht. Was soll ich antworten? Lassen Sie sich schmoren, wir melden uns zum Dienst. Überschütten Sie sie mit Daten. Wir haben eine Heimat gefunden. Dass wir... zu Hause sind. Geschafft.
Hey! Boah, dann war es gegen Ende noch ein bisschen hektisch, sag ich mal, aber es war lustig. So, ich mache aber jetzt mal weiter. So. Oh. Der sieht jetzt nicht so freundlich aus, beziehungsweise so glücklich über unseren Sieg. Halleluja. Hey Scott. Du warst wieder vor mir auf den Beinen. Wie lange? Nicht lange. Wochen. Genug, um anzufangen. Um anzufangen? Wo? Auf der Hyperion? Auf Meridian? Das Schiff ist ein Teil von Meridian. Das Schiff ist intakt, aber es wird nie mehr fliegen. Also wurde es umfunktioniert. Willkommen auf Meridian, der Heimat der Menschheit. Wir haben es geschafft, Dad. Seid ihr okay? Du und Sam? Unsere Verbindung wurde wiederhergestellt. Ich bin wieder in der Lage, dem Pathfinder bei der Aktivierung von Relikttechnologie zu helfen. Aber muss er das noch? Alleine ist es zu schmerzhaft. Der Doktor meint, mit der Flotte habe ich mich vielleicht übernommen. Ein bisschen. Wir müssen vorsichtig sein, Scott. Pathfinder, die Anführer der Nexus erwarten uns. Geh nur. Ich wette, das ist wichtig. Ist es das nicht immer? Halleluja! Die Anführer. Mit ihren Team- und Crewmitgliedern reden. Das ist nicht ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Kriege ich nicht mal einen Tag frei? Okay, kommen wir zur Sache. Dann kommen wir am besten gleich zur Sache. Was gibt es so Wichtiges? Das Protokoll der Initiative. Dank Ihnen können wir es jetzt endlich, wie ursprünglich geplant, umsetzen. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Die Position? Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Der Botschafter sollte gewählt werden. Sollte diese Person nicht von den Leuten gewählt werden, die sie vertreten wird? Doch. Und genau aus diesem Grund brauchen wir ihre Unterstützung. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Raker vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Raker. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Wie wär's mit einer Angara, der Moshai? Wie wär's mit einem Krogana? Raker würde für Stabilität sorgen. Ein Außenpostenleiter Bradley.
Na, das geht ja hier schon gut los. Eigentlich ja. Eine Fremde direkt mal zur Botschafterin machen. Warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Idee. Ja, komm, ich bin voll dafür. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschei dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Dank ihrer Aktion gegen die Rokar besteht bereits eine enge Partnerschaft zwischen uns. Ein Grund mehr, uns auf unsere eigenen Probleme zu konzentrieren. Wie wär's mit einem Kroganer? Wenn wir Stabilität wollen, sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass die Kroganer bei uns bleiben. Wie wär's, wenn wir uns für Mordor entscheiden? Haben Sie den Verstand verloren? Das ist auf jeden Fall unorthodox. Ein Außenpostenleiter Bradley? Ich habe das Gefühl, die ursprüngliche Absicht war es, diese Macht in die Hände der Außenposten zu legen. Und August Bradley hat sich als Anführer bewiesen. In einem deutlich kleineren Rahmen. Er hat Eos relativ stabil gehalten. Und das ohne militärische Präsenz. Hören wir uns auch nochmal Rekha an? Meridian bedeutet nicht, dass wir hier fertig sind. Die Cat sind immer noch da draußen. Ein Pathfinder ist die naheliegende Wahl, um uns Stabilität zu bringen. Aber nicht, um die Macht neu zu verteilen. Es wäre derselbe alte Scheiß wie immer. Derselbe alte Scheiß. Wir bleiben bei der Moschei. Ich wollte nur mal hören, was bei den anderen so rauskommt. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moschei bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian. Und wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf.